Die Sinnuhr 1 hat sich im Laufe der Zeit zu einer meiner liebsten Uhren entwickelt. Nicht nur im Urlaub am Strand, sondern auch im Alltag zu Hemd und Anzug. Hallo und willkommen bei WatchMaxis Uhrenvideos. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Heute möchte ich euch gerne etwas über meine U1 erzählen. Als ich die Idee zu diesem Video hatte, war sofort mein zweiter Gedanke: Was bitte schön soll ich denn erzählen, was nicht schon 100 Mal erzählt wurde? Natürlich werde ich ganz kurz etwas über die technischen Daten erzählen, wie groß, wie schwer, wie tief kann man tauchen, aber alles das könnt ihr natürlich nachlesen. Wie manche vielleicht von euch wissen, war die U1 meine zweite Uhr von Sinn und ist entsprechend lange bei mir. Ich werde also auch etwas über die Zeit sagen, wie sie bei mir war, was sie mitgemacht hat und warum sie sich trotz anfänglicher Skepsis zu einer meiner Lieblingsuhren entwickelt hat. Ich bin nicht mit einem extrem breiten Handgelenk ausgestattet und trotzdem passt die U1 sehr gut. Ebenso wie die 556-Serie von Sinn, die ja nun wirklich deutlich kleiner ist. Das liegt zum einen daran, dass ich eine wunderbare Mittelgröße im Handgelenk habe, mit knapp 17 cm. Zum anderen aber auch daran, dass die U1 durch eine wunderbar geschickte Formgebung ihre Größe etwas kaschiert und damit auch bei etwas dünneren Armen tragbar ist. Auch das werde ich im Video etwas genauer zeigen. Und als letzten Punkt werde ich ansprechen, wie gut oder schlecht für mein persönliches Nutzungsverhalten die Tegmentierung ist. Denn meine U1 und auch das Stahlband sowie eine der beiden Schließen ist voll tegmentiert und ich möchte auch diesbezüglich meine Erfahrung mit euch teilen. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Video. Falls ja, bitte teilt es, empfehlt mich weiter und falls noch nicht geschehen, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Vergnügen mit dem Video. Doch bevor es jetzt richtig losgeht, noch kurz zwei Fotos, um zu zeigen, dass meine U1 wirklich Wasser gesehen hat und auch andere Einsätze mitgemacht hat, die weit über die üblichen Belastungen einer Schreibtischtätigkeit hinausgehen. Oh, da sind wir jetzt und hier ist meine U1. Die U1 war für mich in der Tat keine Liebe auf den ersten Blick, sondern für mich war sie eine Uhr, mit der ich mich über einen längeren Zeitraum anfreunden musste, weil sie mir eigentlich immer zu groß und zu schwer erschien und auch mit der speziellen Zeigerform musste ich mich wirklich erst anfreunden. Das mit dem zu groß, das können wir, oh, ich sehe gerade, der Ring ist falsch eingestellt, das machen wir noch gerade richtig, das sieht besser aus. Das mit der Größe können wir direkt klären. Ich habe aktuell die sind 240 GZ am Arm, ohne zu groß und ohne zu klein zu sein. Die U1 ist von der reinen Papierform her 3 mm größer und ihr werdet sehen, dass sie trotzdem immer noch gut sitzt. Ich werde auch näher darauf eingehen, woran das liegt. Ihr könnt also sehen, auch hier die Uhr passt an den Arm. Ich habe knapp 17 cm Handgelenksumfang. Und trotzdem trägt sie nicht zu stark auf und steht nicht zu stark über. Lassen wir uns im Detail angucken, woran das liegt. Zum einen hat die U1, wie ihr sehen könnt, relativ kurze Hörner. Das heißt, die Hörner stehen nicht weit über den Arm über. Und dann erscheint die Uhr, obwohl sie insgesamt relativ hoch ist, von der Seite her ziemlich flach und das liegt an der besonderen Bauweise. Der Boden ist abgerundet, ist aber von der Seitenansicht nicht primär wahrnehmbar. Primär wahrgenommen wird diese Seitenflanke und weniger der gewölbte Boden. Die Lünette wiederum als separates Element trägt nicht zur Gesamthöhe bei, sondern als in Anführungsstrichen Uhr
nimmt man von der Seite nur diesen Teil hier wahr, wodurch die Uhr insgesamt flacher, etwas schlanker und, sofern man das bei einer reinen Toolwatch sagen kann, auch eleganter wirkt. Zum Tragekomfort trägt bei, dass die Krone auf 4 Uhr ist und am Handgelenk, auch bei stark abknickendem Handgelenk, nicht in eben solches drückt. Die Zeigerform ist, wie allgemein bekannt ist, sehr speziell und ich mag sie sehr, aber ich kann auch sehr gut verstehen, wenn jemand sagt, das ist nicht meins und ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich hatte auch gesagt, ich gehe auf die Uhr als solche ein und den Zustand der Uhr. Dafür nehme ich kurz das Band ab. So, machen die Uhr kurz sauber und schauen uns die Uhr quasi pur an. Wenn man bedenkt, dass diese Uhr mehrere Jahre bei mir war und mit mir Strandurlaube mitgemacht hat, diverse Hundetrainings und auch unterschiedlichste Gartenarbeiten, bei denen die Uhr nicht geschont wurde, auch Mountainbike-Touren waren dabei. Ich war mit der Uhr auch joggen, was jetzt das Gehäuse nicht belastet, aber mancher mag ja Bedenken haben, ob es auf die Gangwerte oder das Werk Auswirkungen hat. Ich kann ruhigen Gewissens alles das ausschließen. Die Uhr ist in einem hervorragenden Zustand und man sieht ihr wirklich nicht an, dass sie in einem für mich und meine Verhältnisse harten Einsatz ihren Dienst getan hat. Natürlich bin ich kein Bauarbeiter, ich bin kein Rettungssanitäter, ich bin kein Berufstaucher. Trotzdem hat diese Uhr mehr mitgemacht und mehr ausgehalten als wahrscheinlich alle meine anderen Uhren zusammen. Das Einzige, wo man leichte Spuren sieht, das ist auf der Schließe des Stahlbandes. Ich hoffe, ich kann das in dem Video rüberbringen, denn diese sind auch nur minimal. Und das Stahlband selber hat einige polierte Stellen. Ja, hier kann man das ganz gut sehen, auf den Mittelgliedern, die glänzen etwas stärker. Das kommt durch den Sand im Meer, als ich mit meinem Patenkind in der Brandung gespielt habe und wir dort uns lange aufgehalten haben und auch mal mit beiden Händen im Sand waren und der Sand an den Uhren und am Band vorbeigeflossen ist. Und da wird selbst ein tigmentiertes Band etwas poliert, aber das durfte man auch erwarten. Das dritte, was ich euch zeigen möchte, ist die tigmentierte Silikonbandschließe. Auch diese zeigt nur minimale Spuren. Es ist ganz schwer, das einzufangen, denn es ist so wenig, dass man es wirklich kaum sieht. Was vielleicht auch für den einen interessant ist, der Unterschied zwischen einem jahrealten und ganz neuen Silikonband. Das schwarze ist deutlich älter und man sieht hier schon, dass es nicht mehr ganz matt ist und das Licht stärker reflektiert als das blaue. Auch beim Drübergehen ist das Blaue noch wie, ja, wie soll ich jetzt sagen, mit Talg beschichtet und das Schwarze fühlt sich etwas gummiartiger an und die Reibung ist etwas größer. Nach meiner Erfahrung sind beide Bänder nicht die oft angesprochenen Fusselmagneten, bleiben sauber und stellen in dieser Hinsicht kein Problem dar. Immer wenn ich das Wort Chronissimo in den Mund nehme, setzt in bestimmten Kreisen ein leichtes Lachen und Kichern ein, aber ich mag es sehr gerne und würde es euch auch gerne zeigen. Der Vorteil des Chronissimo-Bandes ist, dass es vollkommen wasserfest ist und die Uhr somit als Taucheruhr auch bestimmungsgemäß getragen werden kann. Es muss keine Rücksicht auf das Band genommen werden und als Band mit einer Dornschließe und ausreichend langem Lederband hat die Uhr quasi eine eingebaute Tauchverlängerung. Hier haben wir
ein Original Synchronissimo mit der roten Kontrastnaht, was, wie ich finde, sehr gut zu der Uhr passt. Und es ermöglicht mit dieser Uhr einen Spagat zwischen einer echten Toolwatch, einem Werkzeug und einer zu beinahe allem tragbaren Alltagsuhr zu machen. Am Handgelenk sieht das Ganze dann so aus. Und das trägt sich, denke ich, wirklich gut. Ich versuche nochmal das Ziffernblatt so nah wie möglich zu machen, denn eine häufig geäußerte Anmerkung ist, dass die Leuchtmasse auf den Zeiger nicht einheitlich aufgetragen ist. Das kann ich bei mir in dieser Art nicht feststellen und finde die U1 absolut gelungen und würde sie mir jederzeit wieder kaufen. Aktuell habe ich tatsächlich nur die klassische U1 voll tegimentiert in meiner Box. Ich hatte aber auch die U1 SDR, die U1 S und die U1 SE schon in meinem Besitz. Ich finde alle Modelle wahnsinnig wandelbar, auch an Bändern, die man nicht üblicherweise der U1 zuordnen würde, wie auf diesem. Links ein Hirsch Performance Band, in der Mitte ein Chronissimo und rechts das Sinn Vintage Lederband. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig meiner Freude an der U1 vermitteln und zeigen, was für eine tolle Uhr das ist. In diesem Sinne, euer Watchmaxe und hoffentlich bis bald.